Dirk-Harmer-Syndrom bedeutet ein Zusammentreffen von drei wesentlichen Faktoren. Erstens, es muss ein äußerst schweres Konflikterlebnis sein. Zweitens, es muss dramatisch begonnen haben. Und drittens, der Patient muss während dieses Erlebnisses isoliert gewesen sein, sich nicht hat mitteilen können. Wenn diese drei Dinge zusammentreffen, dann nennen wir das das Dirk-Harmer-Syndrom. So entsteht ein Krebs. Sie sind aber selber auch krebskrank gewesen. Wie war das? Ja, das war furchtbar. Sie wissen nicht, ob Sie noch 3 Monate überleben werden. Und das können sich die anderen gar nicht vorstellen überhaupt, die das nicht haben. Sie als Arzt gehen aber doch sicher anders daran, als, wenn man das so sagen darf, der normale Mensch. Ja, ich stand damals noch so sehr unter dem Schock des Todes meines Sohnes, dass ich eigentlich immer nur gedacht habe, wäre ich doch lieber gestorben statt ihm. Und sehen Sie einen Zusammenhang, weil Sie das gerade erwähnt haben, zwischen dem Tod Ihres Sohnes und Ihrem Krebs? Ja, ich sehe nicht nur einen Zusammenhang, sondern ich habe das ja nun in über 600 Fällen exakt eruiert. Da ist ein exakter Zusammenhang und das stört so alle meine Kollegen, wenn ich sage, das ist eine Gesetzmäßigkeit, aber es ist in jedem Fall, wo die Diagnose histologisch exakt ist, ist das exakt so, dass ein solcher Zusammenhang da ist. Und zwischen dem Erlebnis, nämlich dem Tod Ihres Sohnes und Ihrem Krebs bestand ein Zusammenhang, so haben Sie damals schon vermutet. Ja, ja natürlich. Und zwar aus, zwischen dem subjektiven Empfinden des Todes meines Sohnes, nicht muss ich genauer sagen, also aus diesem subjektiven Konflikterlebnis. Sie haben es schon mehrfach angedeutet, daraus haben Sie eine neue Krebstheorie entwickelt. Wie sieht die in den Einzelheiten aus? Welche Schritte hat diese Theorie? Ja, zunächst mal habe ich exakte Ergebnisse. Sie wissen gerade, ich bin also naturwissenschaftlich sehr stark vorgebildet als Physiker. Und, aber gleichzeitig Mediziner. Ja, Internist. Und ich bin also gewohnt, exakt naturwissenschaftlich zu denken. Ich will es kurz machen, dass jedes Mal einer Krebserkrankung ein ganz schweres Konflikterlebnis voraufging. Das ist der erste Punkt. Ja. Und ich habe als zweites gesehen, dass jedes Mal ein ganz dieses Konflikterlebnis ganz akut hochdramatisch war. Meistens konnte es der Patient auf die Minute datieren, zumindest auf den Tag oder auf die Stunde, ganz hochdramatisch akut. Es war also das Schlimmste, wie bei meinem Sohn auch, das war das schlimmste Konflikterlebnis meistens, was der Patient, auch für die anderen Patienten fast immer, das schlimmste Konflikterlebnis, was er je in seinem Leben gehabt hat. Der dritte Punkt? Der dritte Punkt war, dass der Patient in diesem Moment, wo er dieses gewaltige Konflikterlebnis hatte, immer isoliert war. Das heißt, er hatte niemanden, mit dem er das sofort besprechen konnte, sodass er das also irgendwie mitteilen konnte, sodass er das abrauchen konnte, sagen wir Mediziner, also dass er das ablassen konnte. Er hat das in sich hineingefressen. Diese drei Punkte zusammengefasst waren dann die Entstehung des Krebses. Ja, gleichzeitig so entsteht ein Krebs, jeder Krebs. Die eiserne Regel des Krebs bedeutet Folgendes. Wenn ein Krebs durch das Dirk-Harmer-Syndrom entstanden ist, dann ist praktisch ein Programmierungsfehler im Gehirn entstanden, quasi eine Art Kurzschluss, eine Art Dauerkurzschluss. Der Krebs nimmt seinen Fortgang, wenn dieser Konflikt anhält. Der Patient bemerkt aber diesen Krebs im Allgemeinen erst nach einer gewissen Zeit, wenn er groß genug geworden ist. Diese Zeit nennen wir die Manifestationszeit, die für jeden Krebstyp verschieden ist. Der Konfliktinhalt lokalisiert praktisch den Krebs. Das heißt, der Krebs geht dorthin, wohin der Konfliktinhalt deutet. Der Verlauf des Konflikts entspricht exakt dem Verlauf des Krebs. Ist der Konfliktverlauf dramatisch, ist auch das Krebswachstum dramatisch.
ist der Konfliktverlauf undramatisch, schläft er sogar ein, dann schläft auch der Krebs ein. Das heißt, stoppt der Konflikt, dann stoppt auch der Krebs. Das ist gleichzeitig für uns nun die Möglichkeit, den Krebs zu therapieren. Denn stoppt der Konflikt, dann stoppt auch der Krebs. Morgen, Herr Glaser. Morgen. Na, wie geht es? Gut überstanden? Alles sehr ja, gut, alles sehr gut, gut, sehr gut, na, ja. Kennt ihr euren Vater noch wieder? Was? Hm? Na, Herr Glaser, wie lange hat man gesagt, haben Sie noch zu leben, als Sie gekommen sind? Oh je, na vielleicht 4-5 Tage. Ja. Wie viel konnten Sie noch laufen? Meine Kinder haben mich stützen müssen. Ja. Alle beide. Ja. Und jetzt? Und jetzt bin ich so fit auf der Fliege. Ich habe mich gestern gefreut, wie Sie das gemacht haben. Fabian. Das war. Ja, und die ganze Familie steht hinter Ihnen. Das finde ich einfach fantastisch. Ach, so soll es ja auch sein. Ja, so stellt man sich eine richtige Familie vor. Ja. Wie haben Sie zugenommen jetzt an Gewicht insgesamt? Ein Gewicht habe ich jetzt vorgestern über Nacht 1 Pfund zugenommen, ja, und heute wieder 200 Gramm. Ja, also, kennt ihr euren Vater noch wieder überhaupt? Hm? Er ist wie umgewandelt. Hm? Ja. Ja, das geht auch so weiter. Zwar nimmt man nicht immer gleich viel zu, so, aber ist egal. Ich muss halt meine Kur aushalten, solange ja, wie ich denke, ja, ja, dass ich jetzt fit bin und kann wieder heimkommen, ja, zu meiner Familie. Ja, Frau McQueen, Frau Axen, Sie haben ja nun also schon eine große Odyssee hinter sich. Das kann man wohl sagen, in meinem Fall. Und haben schon sehr, sehr viele Ärzte frequentiert. Und ja. Wie war das ja, denn eigentlich? Ja. Haus und Hof verkauft. Ja, wir haben unsere gesamte Lebensersparnisse verkauft, also Haus verkauft, unser Grundstück verkauft. Und alles an die Ärzte. Und alles, ja, an Kapazitäten. Wie soll ich das nicht sagen? Richtig sagen. Wir waren in Washington im Walderick Krankenhaus. Wir waren in Österreich, in der Schweiz, in Oberbayern bei Bekannten.
die Entstehung des Krebses. Ja, gleichzeitig so entsteht ein Krebs, jeder Krebs. Die eiserne Regel des Krebs bedeutet Folgendes. Ist das exakt so, dass ein solcher Zusammenhang da ist? Und zwischen dem Erlebnis, nämlich dem Tod Ihres Sohnes und Ihrem Krebs bestand ein Zusammenhang, so haben Sie damals schon vermutet. Ja, ja natürlich. Und zwar aus, zwischen dem subjektiven Empfinden des Todes meines Sohnes, nicht muss ich genauer sagen, also aus diesem subjektiven Konflikterlebnis. Sie haben es schon mehrfach angedeutet, daraus haben Sie eine neue Krebstheorie entwickelt. Wie sieht die in den Einzelheiten aus? Welche Schritte hat diese Theorie? Ja, zunächst mal habe ich exakte Ergebnisse. Sie wissen gerade, ich bin also naturwissenschaftlich sehr stark vorgebildet als Physiker. Und, aber gleichzeitig Mediziner. Ja, Internist. Und ich bin also gewohnt, exakt naturwissenschaftlich zu denken. Ich will es kurz machen, dass jedes Mal einer Krebserkrankung ein ganz schweres Konflikterlebnis voraufging. Das ist der erste Punkt. Ja. Und ich habe als zweites gesehen, dass jedes Mal ein ganz dieses Konflikterlebnis ganz akut hochtraumatisch war. Meistens konnte es der Patient auf die Minute datieren, zumindest auf den Tag oder auf die Stunde, ganz hochdramatisch akut. Es war also das Schlimmste über meinem Sohn auch, das war das schlimmste Konflikterlebnis meistens, was der Patient, auch für die anderen Patienten fast immer, das schlimmste Konflikterlebnis, was er je in seinem Leben gehabt hat. Der dritte Punkt? Der dritte Punkt war, dass der Patient in diesem Moment, wo er dieses gewaltige Konflikterlebnis hatte, immer isoliert war. Das heißt, er hatte niemanden, mit dem er das sofort besprechen konnte, sodass er das also irgendwie mitteilen konnte, sodass er das abrauchen konnte, sagen wir Mediziner, also dass er das ablassen konnte. Er hat das in sich hineingefressen. Diese drei Punkte zusammengefasst waren dann die Entstehung des Krebses. Ja, gleichzeitig so entsteht ein Krebs, jeder Krebs. Die eiserne Regel des Krebs bedeutet Folgendes. Wenn ein Krebs durch das Dirk-Hamer-Syndrom entstanden ist, dann ist praktisch ein Programmierungsfehler im Gehirn entstanden, quasi eine Art Kurzschluss, eine Art Dauerkurzschluss. Der Krebs nimmt seinen Fortgang, wenn dieser Konflikt anhält. Der Patient bemerkt aber diesen Krebs im Allgemeinen erst nach einer gewissen Zeit, wenn er groß genug geworden ist. Diese Zeit nennen wir die Manifestationszeit, die für jeden Krebstyp verschieden ist. Der Konfliktinhalt lokalisiert praktisch den Krebs. Das heißt, der Krebs geht dorthin, wohin der Konfliktinhalt deutet. Der Verlauf des Konflikts entspricht exakt dem Verlauf des Krebs. Ist der Konfliktverlauf dramatisch, ist auch der Krebs, das Krebswachstum dramatisch. Ist der Konfliktverlauf undramatisch, schläft er sogar ein, dann schläft auch der Krebs ein. Das heißt, stoppt der Konflikt, dann stoppt auch der Krebs. Das ist gleichzeitig für uns nun die Möglichkeit, den Krebs zu therapieren. Denn stoppt der Konflikt, dann stoppt auch der Krebs. Morgen, Herr Glaser. Morgen. Na, wie geht es? Gut überstanden? Alles sehr gut, ja, alles sehr gut. Sehr gut, ja. Kennt ihr euren Vater noch wieder? Was? Na, Herr Glaser, wie lange hat man gesagt, haben Sie noch zu leben, als Sie gekommen sind? Oh je, na vielleicht 4-5 Tage. Ja. Wie viel konnten Sie noch laufen? Meine Kinder haben mich stützen müssen. Ja. Alle beide. Ja. Und jetzt? Und jetzt bin ich so fit auf der Fliege. Ich habe mich gestern gefreut, wie Sie das gemacht haben, Fabian. Das war. Ja, und die ganze Familie steht hinter Ihnen. Das finde ich einfach fantastisch. Ach, so soll es ja auch sein. Ja, so stellt man sich eine richtige Familie vor. Ja. Wie haben Sie zugenommen jetzt an Gewicht insgesamt? Ein Gewicht habe ich jetzt vorgestern über Nacht 1 Pfund zugenommen, ja. und heute wieder 200 Gramm. Ja, also, kennt ihr euren Vater noch wieder überhaupt? Er ist wie umgewandelt.
Ja, das geht auch so weiter. Zwar nimmt man nicht immer gleich viel zu, so aber ist, das so ist egal. Ich muss halt meine Kur aushalten, solange ja. Ich denke, ja, ja. Dass ich jetzt fit bin und kann wieder heimkommen zu meiner Familie. Sie haben ja nun also schon eine große Odyssee hinter sich. Das kann man wohl sagen, in meinem Fall. Und Sie haben schon sehr, sehr viele Ärzte frequentiert. Ja. Wie war das denn eigentlich? Haus und Hof verkauft? Ja, wir haben unsere gesamte Lebensersparnis verkauft, unser Haus verkauft, unser Grundstück verkauft. Und alles an die Ärzte? Und alles, ja, an Kapazitäten. Wie soll ich das noch sagen? Richtig sagen, wir waren in Washington im Walderich Krankenhaus, wir waren in Österreich, in der Schweiz, in Oberbayern, weil wir